im Powerplay spielen und die zweite Powerplay-Situation konnte genutzt werden. Herrlicher Pass von Jason Spezza zu John Tavares. 1:0 Kanada, 10. Minute. Und die Kanadier machten in diesem Stil weiter, profitierten von unkonzentrierten Davosen, von vielen Fehlern, wie auch hier. Abspielfehler von Patrick Kane, Ryan Smith. 45 Sekunden nach der 1:0-Führung steht es 2:0 für die Kanadier. Das auch der Stand nach dem ersten Drittel. Und es ging so weiter. Die Kanadier hatten viel Raum für Konter. Holden, Ritchie, so wird's gemacht. 3:0, 26. Minute. Der Foser nie nahe genug bei den Leuten. Matthew Shane und wieder steht Bernd Byron Ritchie richtig. Er trifft zum zweiten Mal erhöht auf 14:0, zum zweiten Mal erhöht auf 14:0 auch dieses Tor im Powerplay, nachdem das 13:0 ein Shorthander gewesen war. Das fünfte Tor zum Abschluss, dann wieder bei Vollzahl beider Teams, wieder ein Abprallertreffer. Jason Williams bezwingt Reto Berra. Die Kanadier sind zurück im Turnier, haben sich eingeschossen, eine deutliche Steigerung gezeigt. Bei ihnen ist im Moment alles Roger.